Ja, hallo zusammen. Ich habe hier meine Streetpop 2021er ist das eine schöne Mülleranlage angebaut. Jetzt wollte ich halt auch mal so ein kleines Video zum Besten geben, falls jemand es benötigt oder mal sehen möchte. Die ganzen Schrauben für die Außenanlage kriegt man halt nur mit Inch-Werkzeug raus. Dazu musste ich mir noch einen extra Schlüssel für die Lambda-Sonden zulegen. Denkt bitte dran, wenn ihr die entfernen wollt aus dem Originalauspuff, da braucht ihr so einen 17er Schlüssel mit Schlitz, sonst macht ihr euch die Kabel kaputt. Das braucht man jetzt natürlich für die neue Anlage nicht. Da ist keine Vertiefung, die kann man mit einem normalen 17er Schlüssel entfernen. Genau, und die Imbusschrauben hier, die sowohl als auch die, kriegt man mit einem Werkzeug Inch-Imbus. Das wäre dann der hier. Das ist ein, ja, was ist das? Ein 5/32 Antrieb. Ja. Kommt man am besten ran, weil die kurze Seite schön kurz ist, sodass man an dem Bremssattel gut vorbeikommt. Ne, wie ihr seht, sonst kommt man da ganz schlecht ran. Das ist ein ganz komischer Winkel. Genau, so, dann hat Miller mir noch diese netten großen Schellen hier hinten damit zugeschickt, die ich verbaut habe tatsächlich. Das sind die Originalschellen, weil die neuen Schellen zu groß sind, sodass die unten zwischen der Abdeckung, die ist ja nur so halb geschlossen, ist kein Platz, um diese neuen Schellen dann friemeln. Also habe ich halt die alten genommen, aber die sind ja nicht kaputt. Das könntet ihr dann auch machen. Okay, lasst mir einen Daumen hoch da und danke schon mal.